Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Und ja, Chris hat scheinbar wahrscheinlich Ramot gefangen. Ne? Konnte es sein? What the hell? Okay, Chris hat knapp Ramot gefangen. Jetzt muss ich da wieder raus. Ne? Komm, lauf zu. Mein Fräulein. Möchtest du dich mal bewegen? Danke. Ich weiß nicht, warum mein Controller letztes hat, wenn ich nach unten drücke, so rumspinnt. Haben wir Beleber dabei? Alter, hey, Chris, was hast du gemacht? Okay, Kiri gegen Ramot einzusetzen ist relativ dämlich, aber gut, ne? Wahrscheinlich hat er das nur zum Opfern hergenommen. Und Neotroll ist wieder dabei. Yay, geil. Ich werde mal Kleinstein wieder beleben. Und Hypertränke haben wir auch ein paar. Die haue ich mal rein. Vorsichtshalber einfach nur. Bevor ich sterbe, ist mir das nämlich wichtiger, lieber ein paar Heiltränke und ein Beleber zu verschwenden, als dann doch mehr. So, ich weiß gar nicht mehr, wie es rausgeht. Verdammt. Schutz wirkt nicht mehr. Haben wir Schutz dabei? Nee, Medizin war es nicht. Das war Items, oder? Schutz, Schutz, Schutz. Da, Top-Schutz. Einsetzen. Es kann schon sein, dass wir jetzt dadurch keine Gegner hier treffen. Wo geht's denn hier raus? Hier geht's hoch, okay. Okay. Also hat Jan Düsidüs schon raus... Oh ne, hat er Düsidüs rausgenommen? Was hat er denn rausgenommen? Nee, er hat Millie rausgenommen. Okay. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, er würde, wenn er was auswechselt, dass er Düsidüs rausnimmt. Aber okay, gut. Dann haben wir jetzt Millie draußen und Neotroll ist dabei. Ja, ich werde es Jan relativ gleich machen und zwar werde ich ebenfalls ein neues Pokémon mir fangen. Das ist auf jeden Fall auf der Siegesstraße. Ihr habt wahnsinnig rum... Ja, geweint will ich nicht sagen. Ihr habt sehr viele Kommentare geschrieben von wegen, warum ich denn kein Drachen-Pokémon fangen möchte und... Ja, ich hab's mir jetzt im Nachhinein auch gedacht, so, komm, was wäre ein Pokémon-Let's Play ohne ein Drachen-Pokémon, was ich fange? Gut, in Silber hatte ich jetzt nicht direkt ein Drachen-Pokémon, aber Despotar kann man fast dazu zählen. Ich werde jetzt auf die Siegesstraße gehen, denn dort gibt es ein Kapuno. Und wer sich mit Schwarz und Weiß auskennt, weiß, was aus Kapuno wird. Ganz genau, ein Trikefalo. Kann zwar leider nicht so... Ist es der richtige Weg, den ich gerade gehe? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Hallo, Schutz. Ja, es sieht ziemlich danach aus. Na, Siegestraße hier, ne? Ordenskontrolle. Ja, okay. Dann halt zuerst das. Ja, wie gesagt... aus Kapuno wird ein Trikefalo und ich kann leider nicht das Trikefalo spielen, was ich mir selbst gezüchtet habe, denn dafür braucht man eine Zuchtattacke, die man nur über ganz langem Wege holen kann. Oder ja, gut, ganz langem Wege ist vielleicht übertrieben, aber es ist mit Arbeit verbunden, sagen wir es so. So, lauf weiter! Ich möchte wenigstens bis zur Siegestraße kommen. Dort werde ich dann einen Schnitt machen und wir werden uns im Kampf gegen Kapuno wieder treffen. Und das war ja echt easy, oder? Wer versagt denn bei diesem Eisrutschrätsel da? Keine Ahnung. So, hier müsste ungefähr ein Kapuno kommen. Vielleicht haben wir Glück und es ist gleich jetzt da. Ja!
Geil. Jetzt müssen wir es nur noch fangen. Und mit Level 65 wird es gar nicht mal so einfach. Ich werde auf Kiri auswechseln. Und naja, gucken wir mal, was. Na, okay, super. Yay! Speziell! Ich benutze mal Dunkelklaue. Ich hoffe nicht, dass es zu viel abzieht. Komm, komm, überlebe das. Stopp! Jawohl. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt benutze ich einen Hyperball. Komm! Und? Nein! Okay, Kapuno will nicht. Ja, benutze ruhig Drachenimpuls. Das macht keinen Schaden, mein Freund. Okay, ich probiere es weiterhin. Ich hätte einen Flottball auch gleich einsetzen können. Ist mir gerade eingefallen. Wäre wahrscheinlich sogar eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit geworden, dass ich Kapuno damit gefangen hätte. Aber ich hab's auch so. Kapuno wurde gefangen. Und als Spitznamen werden wir ihn. Ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Und zwar wird er. Ich bin ein wahnsinniger Fan von dem schwarzen Rotaugendrachen aus Yu-Gi-Oh! Das ist übrigens meine Lieblingskarte. Deswegen werde ich hier Kapuno Rotauge nennen. Rotauge. Und das hat nichts mit dem Fisch zu tun. Das ist der Rotauge aus Yu-Gi-Oh! Schluss. So. Rotauge wurde übertragen. Ich muss hier auch mal ein bisschen meinen Lieblingskarten, meinen Lieblingscharakteren ein bisschen Tribut zollen. Und wir holen uns jetzt Kapuno zurück ins Team. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, wer dafür aus dem Team fliegen wird. Es ist nicht Kiri. Es wird Kleinstein sein. Leider, leider, leider. Kleinstein schafft es dann doch nicht, bis zum Ende eines Let's Plays dabei zu bleiben. Wenn wir anschauen, was haben wir denn hier alles? Brokolks, mein Terrybark, mein Garnuwil, okay. Das ist Chris, Grunzbert, Millie gehört Jan. Surfer Grrr ist Chris seins. Dann haben wir hier Reshiram Jans. Ultidrago meins. Solaria, okay. Chris seins und ja, jetzt Rotauge ist wieder meins. Das heißt, ich habe 3, 4 Pokémon hier auf der Box. Chris hätte in diesem Fall 3 und Jan hat ebenfalls 3. Das heißt, von gefangenen Pokémon bin ich im Moment noch führend. Schön. Okay, dann wird jetzt erstmal Kleinstein rausgenommen. Hat Kleinstein noch irgendein Item dabei? Nein. Ja, tut mir leid, mein Freund. Du hast gute Dienste geleistet. Nein, wollte ich gar nicht. So, zurück. Perfekt. Danke. Okay. Aber Leute, ich werde jetzt hier zuerst mal einen Schnitt machen, um Rotauge auf das momentane Level zu trainieren. Ganz ehrlich, Leute, die Evolutionen werde ich nicht mit reinbringen in die Folge. Die könnt ihr euch. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht so spannend zu sehen. Hey, es wird entwickelt sich weiter. Hey, es wird entwickelt sich weiter. Nein, also das ist. Wäre irgendwie doof. Finde ich. Wenn es so anders eure Meinung ist, dann schreibt es in die Kommentare. Dann tut es mir sehr leid. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Wenn ihr wirklich das unbedingt sehen wollt, dann werde ich das bei den zukünftigen Projekten natürlich berücksichtigen. Aber das ist jetzt einfach mal ein bisschen Zeitersparnis für euch, wo ihr nichts Interessantes seht, sondern nur ein Pokémon, was sich entwickelt, wie jedes andere auch. Leute, bis gleich. Ciao. So, weiter geht's mit Pokémon. Ja. Wir haben unser Kapuno hochgelevelt auf ein Level 65 Trikefalo.
Wunderschönes Pokémon. Kannst du dich mal... Ja, okay, jetzt will sie nicht drehen. Angriff ist leider etwas schwach, deswegen unter Spezialangriff ein bisschen besser. Init geht ziemlich hoch. Aber okay, gut, schön. Also, ich habe immer die Defense ausgerechnet. Das war jetzt nicht so der Renner, aber okay. Ich glaube, irgendwas Spezialangriff zwischen 12, irgendwie sowas, 12 und 13. Und Angriff war sogar fast noch ein bisschen besser, aber leider hat er das falsche Wesen. Na gut, aber egal. Dann habe ich ihn auf jeden Fall jetzt spezial ein bisschen ausgerichtet. Er kann Lichtkanone, hier. Fliegen ist die einzige physische Attacke, die er kann. Ich denke mal, dass vielleicht doch Milli besser ist. Ich muss mal Jan versuchen zu überreden, dass er Milli mit reinbringt. Von daher brauchen wir das dann nicht. Drachenimpuls hat er gelernt und Surfer einfach, weil es eine geile Attacke ist. Und ich weiß auch nicht, ob Chris seine Pokémon behalten will. Das ist natürlich, wenn jetzt Jan seins rausschmeißt, ich meins rausschmeißt, Chris ist einfach so ein Mitläufer. Von daher denke ich auch, dass er seins rausschmeißen wird irgendwann. Ja, gut. Deswegen habe ich mal vorsichtshalber ihm Surfer auch mit beigebracht. Dann kann Mr. Pringles in Ruhe auch raus. So, was machen wir jetzt? Ich habe gesehen, als ich Fliegen eingesetzt habe, dass wir die Brücke noch nicht mal überquert haben. Das kann nicht sein. Das müssen wir ändern. Und deswegen werde ich mir jetzt den Weg hier durchbahnen. Gehe jetzt mal nicht auf legendären Fang, sondern wir kämpfen einfach mal gegen den nächsten Trainer, den... Was zur Hölle? Spiele ich gerade das falsche Spiel? So, Tanja, die scheinbar Französisch mit mir geredet hat und ich habe kein einziges Wort verstanden. Oh ja, ein Eis-Pokémon ist jetzt nie so doll. Aber dafür haben wir ja Lichtkanone ihm beigebracht. Adums! Und ja, das macht nämlich schon Schaden. Ja, auch mein kleiner Rotauge kann gegen Eis-Pokémon bestehen. Alter, hör auf damit. So. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Wenn die jetzt alle in irgendwelchen komischen Sprachen sprechen. Ach, die Pokémon lieben unseren Dorfstullen. Das Geheimnis des guten Geschmacks liegt im Bärenaufstrich. Hm, lecker. So, und wir sind bei der Dorfbrücke. Hallo Dorfbrücke, na, wie geht es dir? Das ist eine schöne Brücke, nicht wahr? Sie wurde zu Lebenszeit meines Urgroßvaters errichtet. Ja. Solch eine Brücke ist selten, oder? Vor langer Zeit stieg der Flusspegel einmal derart, dass die reißenden Fluten sämtliche Häuser hinfortspülten. Um ihren Kindern und Kindeskindern ein ähnliches Schicksal zu ersparen, bauten die Leute ihre Häuser dann einfach auf der Brücke. Einfach zwar, aber sehr wirkungsvoll. Ja. Mein Großvater ist der verantwortliche Steinmetz für die Dorfbrücke. Ah ja. Was haben wir denn hier? Ich möchte ein bisschen von der Geschichte auch ein bisschen was sagen. Wir wollen ja nicht nur kämpfen, sondern auch ein bisschen mit Leuten reden. Ich bin so vernarrt in diese Dorfstullen. Ne, warte, der... Anders. Ich bin so vernarrt in diese Dorfstullen, dass ich hergezogen bin, um jeden Tag ihre Genuss zu kommen. Ja. Fressack. Das ist wirklich eine sehr alte Brücke. Und der nette alte Herr von nebenan sorgt dafür, dass sie auch kommenden Generationen erhalten bleibt. Ihr redet nur über die Brücke oder über Dorfstullen. Ja. In unserem Lehrbuch steht, dass es sich bei der Dorfbrücke um die älteste Brücke von ganz Einal handelte. Offenbar wurde sie vor sage und schreibe 200 Jahren errichtet. Der kam relativ früh in den Stimmbruch, deswegen hat er auch kein Problem mit so einer Stimme zu reden. Was haben wir hier? Hi, na? Hier oben auf der Brücke ein Sprudel zu trinken, ist schon etwas Besonderes. Und in Gesellschaft meines Rockheimern schmeckt es gleich doppelt so gut. Ja. Was machst du hier? Joggst du, oder was? Die hügelige Route 12 eignet sich am besten als Vorbereitung für den Pokéathlon. Ach, du kennst den Pokéathlon nicht?
Es handelt sich hier um einen sportlichen Wettkampf, der sich in Johto, meiner Heimatregion, ausgesprochen großer Beliebtheit erfreut. Ja, gut. Hi, was sagst du mir? Dich. Macht da gerade einer einen Beatbox? What the hell? Hört ihr das? Und jetzt? Boah, genial. Beatboxer. Ich werde die Brücken der einen Region überqueren. Oh, Trainer, das kommt jetzt zwar etwas plötzlich, aber du willst doch sicher Mitglied im Team Anglerglück werden. Wie der Name bereits nahelegt, handelt es sich um eine Gruppe von Anglern. Nun tu mir schon den Gefallen und werde Mitglied, denn nirgendwo sonst kann man das Angeln so genießen wie in diesem Team. Das wird übrigens das nächste böse Team aus X und Y, das Team Anglerteam. Alles klar, damit bist du nun das zweite Mitglied im Team Anglerglück. Ich gebe nun die Tagesaufgabe bekannt. Heute wollen wir nicht das Pokémon Quapsl angeln? Ist das nicht großartig? Bitte komm wieder und zeig es mir, sobald du es an Land gesungen hast. Ja, nein, möchte ich nicht. Das finde ich voll cool mit dem Beatboxen. Auf zu neuen Ufern! Ich und meine Nagellotz! Wir zwei kriegen das... Zwei? Es sind aber vier Nagellotz hier. Vielen Dank, Dorfbrücke! Du hast uns dann gemacht, was wir sind. Nämlich stark! Danke für alles und lebe wohl! Okay. Die Leute hier sind echt bescheuert. Das letzte Haus auf der Brücke. Ach du liebes Bisschen. Dein Pokémon-Team sieht ja völlig entkräftet aus. Jetzt bloß keinen falschen Stolz. Komm und ruhe ich erstmal richtig aus. Ding, ding, di, di, di. Yay. Okay. Haben wir hier noch irgendwo Items? Hi, gibst du mir was? Willkommen. Vielen Dank, dass du einen Pokémon-Kampf reserviert hast. Ja, ich hätte meinem Trinkfalu ganz gerne mal Flammenwurf beigebracht, aber ich habe gemerkt, dass wir die TM noch nicht mal haben. Die muss ich auf jeden Fall irgendwann holen. Aber okay. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie viel Fliegen ausmacht. Der Angriff von Trigefalo ist jetzt nicht so stark, aber Wartribi ist nicht gut in der Verteidigung. Von daher, null Problem. So, Ursaring. Komm, machen wir weiter. Ich will diese Folge nur Rotauge widmen. Hallo Ursaring. Zeigen wir auch mal Drachenimpuls. Ja, Ursaring mit einem Arsch voll HP. Au. Dann hier nochmal Drachenimpuls. Ja, die Init ist relativ gut von meinem Rotauge. Von daher, kein Thema. Deine Stärke über... Nee. Deine Stärke übersteigt, ich hab's nicht mehr rechtzeitig lesen können. Und du bist als Spitze. Das, du könntest hier arbeiten. Wie sieht's aus? Möchtest du hier als Servierin arbeiten? Wirklich? Ich bin froh. Also dann, du weißt, was du tun hast. Nein. Dieses Restaurant ist das Sandwiches spezialisiert. Du nimmst die Bestellung der Gäste auf und ich mache Sandwiches für sie. Bitte, sie werden den Sandwich und den Gästen, die sie auch bestellt haben. Verwechsel die Bestellung bloß nicht. Doch, so machst du schon. Oh, cool. Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Maronbeere. Pika. Sandwich mit Maronbeere. Persimbeere. Und... Maronbeere. Dreimal Maronbeere und einmal Persimbeere. Ha, was? 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 Nein! Halt! Stopp! Stopp! Nein! Das wollte ich gar nicht! Fuck! Ah, scheiß drauf! Komm! Egal! Wurscht! Hier, nehmt das! Fresst! Fresst! Hier, friss!
Leute, mit diesen Aktionen beende ich aber diese Folge. Die nächste gibt's bei Jan, danach bei Chris und dann werde ich wieder loslegen. Da darf Jan dann weitermachen, ne? Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und grüßt Rotauge von mir. Bis dann, ciao!